1 mit der... Ich zähle auf dich. Ja, ich bin lieb von dir. Ich bin los. Hilf mir mal. Wer ist das? Lass mich mal. Ja. Pings. Los. Genau so. So soll es weitergehen.
Kubo! Vielen Dank, Kubo! Hast du gewusst, dass Muk, der erste Mokri-Händler, nicht fliegen konnte, Kubo? Also hat er ganz viele Kubo-Nüsse gegessen und ganz fleißig geübt. So hat er es geschafft, Kubo. Muk hat wirklich Erstaunliches vollbracht, Kubo. Hereinspaziert, Kubo. Wir müssen wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Hm? Es sei denn, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Los, gehen wir. Sag mal, wusstest du das? Materia-kristallisiertes Mako sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia? Na dann, Volldampf voraus! Juffi, wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich auch so, keine Alleingänge. Hä? Brauche ich jetzt etwa für alles deine Alleingänge? Ganz genau. Darf ich mir den Rücken kratzen? Darf ich mir im Ohr pummeln? Darf ich nicht? Hey, darf ich? Jetzt darfst du und darf ich? Schnauze! Gar nichts darfst du! Hey, das ist eine Einschränkung meiner Grundrechte. Hörst du? Sag mal, Tifa, wie hältst du es nur mit so einem Rücken auf? Mehr gute als schlechte Seiten. 49% ist Not, aber 51% netter Kerl. Ein paar Prozent mehr netter Kerl. 54, 55? Mehr? Weniger? So, nicht mehr?
glaube, Aris braucht eine Pause. Entschuldigt, meine Beine sind schon ganz schwer. Machen wir eine Pause. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia... Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wusch! Das setzt er wohl gerne. Kommt gar nicht in die Tüte. Ich gehe den beiden lieber nach. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir...
Schiss! Reicht schon. Sehr gut.
Schüsse!
Nicht übertreiben. Ich leg los. Genug! Das hat geklappt! Dann übernimm. Überlass das mir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Übernimm du. Ich bin los. Dann übernimm. Überlass das mir. Alles fix überstürzt. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Und los! Los! Der ist es ist vollbracht! Ich mach das. Sollte was falsch. Alles geht. Attacke. Okay. Ja. Das war abzusehen.
Los! Jetzt übernimm du. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Der ist für dich. Attacke. Es wird ungemütlich. Flieg! Los geht's! Kannst du überleben? Und los! Gut, okay. Das war knapp. Hallo. Oh, jetzt! Das ist alles. Aeris, wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht, als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Hallo! Wir sind jetzt eins! Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Ugh.
Früher musste man sich auf dem Berg zu entnehmen. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, mal zu grüßen. Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu entnehmen. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, mal zu grüßen. Oh, zur Abwechslung mal Leute, die wissen, was ich gehört. Heute sind nämlich ungewöhnlich viele Bergsteiger unterwegs. Aber keiner von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss.
Jetzt los! Das hat geklappt! Und die anderen entdeckt hat? Beeilung. Yeah.